Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 25.10.2020. Ich habe heute auf Amazon geshoppt für Kerstin und für eine andere Freundin und habe mir eine Liste zusammengestellt, was ich noch alles brauche. Und eigentlich den ganzen Tag auf Amazon verbracht und hin und wieder ein YouTube-Video geguckt. Dann war ich auf Magenta und hab geguckt, wie viel das iPhone, das normale Pro, 11 Pro, mir mit Anzahlung kostet. 504 € oder 530 € irgendwie so. Und bin jetzt am Überlegen, ob ich meinen Vater frage, wenn ich das hier ausbezahlt habe, ob ich mir dann ein iPhone kaufen darf. Aber das dauert sowieso noch eine Weile, weil ich momentan alles für Weihnachtsgeschenke brauche. Und ich freue mich am Black Friday und hoffe, ich bekomme da alles so günstig wie erhofft. Ich bin ziemlich müde, obwohl ich heute bis 1 geschlafen habe oder fast bis 1 nach Zeitumstellung. Also fast nach Zeitumstellung war es nach 1 und nach voriger Zeit war es kurz vor 1. Heute ist Sonntag. Mein Vater ist im Dienst. Es gibt nicht viel Neues. Am Freitag habe ich wieder eine Telefon. Mit Kerstin. Christoph habe ich noch immer nicht geschrieben. Ja. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich habe gestern mal relativ gut geschlafen. Und war nur stundenweise wach. So immer so eine Stunde lang und dann habe ich wieder geschlafen und dann war ich wieder wach. Und habe heute in der Früh aber gut geschlafen. Und auch bis zum Aufstehen ein paar Mal wach geworden, aber habe mich nicht ausgeschlafen gefühlt. Deswegen bin ich dann erst um 12 Uhr. 15 oder so, oder 30 aufgestanden und ja, ich war mit meiner Mutter ein bisschen draußen in der frischen Luft und sonst gibt's aber nicht viel. Hab meine E-Mails erledigt. Hab auf mein Konto geguckt. Und das immer so gemacht, wie was ich meistens mache, wenn ich frei habe. Und ja, war ein relativ schöner Tag. Jetzt habe ich noch die Tageslichtlampe laufen gehabt und um mich zu entspannen und ein bisschen vor einer Stunde circa abgedreht. Aber es war dann schon relativ dunkel im Büro. Und
Sonst gibt's nicht so recht viel im Feld. Zumindest nicht ein, was ich euch noch erzählen kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Hab euch lieb. Bis morgen.